Ja, schnelles Ableiten und zwar von der Funktion bis hin zur dritten Ableitung, weil ihr ja auch bei der Kurvendiskussion mehrere Ableitungen braucht. Ich fange ganz einfach an, eine Zahl. Die 2 in diesem Falle ist abgeleitet 0 und logischerweise alle weiteren Ableitungen sind dann auch 0. 2 mal x, jetzt kommt ein x dazu, konstanter Faktor, nämlich 2 mal, bleibt beim Ableiten erhalten, also 2. Und dann sind wir bei dem Fall, jetzt haben wir wieder eine Zahl und die ist abgeleitet 0 und so geht es weiter. 2x hoch 2, jetzt haben wir das erste Mal oben im Exponent, eine Zahl stehen, die höher als 1 ist, nämlich 2. Vorne haben wir wieder einen konstanten Faktor, der bleibt erhalten. Und hier greift jetzt die Ableitungsregel, dass die Hochzahl, der Exponent, nach vorne multipliziert wird. Also 2 mal 2 ist 4. Und oben wird einer abgezogen. Minus 1, 2 minus 1 ist 1, bleibt also 4x. Und jetzt fällt ihr wieder hier in die Kategorie. Jetzt ist wieder Zahl mal x, wie hier. Zahl mal x abgeleitet ist 4. Jetzt sind wir wieder in der Kategorie einfach nur eine Zahl, das abgeleitet wäre 0. Jetzt haben wir die Kombination x hoch 2 plus 2x plus 2. Wir gehen einzeln vor. Der erste Part wäre x hoch 2 abgeleitet, Hochzahl nach vorne multipliziert, 2 mal x und oben eine abgezogen wäre 1. Plus 2 mal x, 2 mal x, konstanter Faktor, die 2 bleibt erhalten, also plus 2. 2 abgeleitet fällt weg. Nächste Ableitung, 2 mal x abgeleitet ist 2, 2 abgeleitet fällt weg, bleibt 2 übrig, Ableitung wäre 0. X hoch 4 minus x hoch 2, x hoch 4 abgeleitet, Hochzahl nach vorne multipliziert, oben eine abgezogen, 3, minus, das wäre eine 1, wenn man sich jetzt fragt, was würde hier vorstehen, minus 1 mal x hoch 2, Hochzahl nach vorne multipliziert, minus 2 mal x, oben eine abgezogen, bleibt 1 übrig, schreibe ich nicht mehr hin. 4x hoch 3 abgeleitet, 3 nach vorne multipliziert wäre 3 mal 4, 12. X hoch, oben eine abgezogen, minus 2 mal x, konstanter Faktor, minus 2. 12x hoch 2 abgeleitet, 2 nach vorne multipliziert, 24. X, oben eine abgezogen, 1, minus 2, fällt beim Ableiten weg. Jetzt mal noch mit dem Bruch mit davor, ein Drittel x hoch 3 wäre abgeleitet, 3 mal ein Drittel ist 1, schreibe ich nicht mehr hin, oben eine abgezogen 2, minus 20 mal x hoch 2, 2 mal minus 20 ist minus 40 x hoch oben eine 1. Manchmal hat man hier gefragt, 2 mal minus ist doch plus, nein, minus mal minus ist plus, 2 plus 2 mal minus 20 ist minus 40. X hoch 2 abgeleitet ist 2x. Minus 40, ich denke, jetzt läuft es locker von der Hand und hier die zweite Ableitung wäre dann 2 mal x abgeleitet, 2. Kommt in die Playlist rund um das Thema Ableiten. Wenn ihr andere Funktionstypen habt, E-Funktion, LN-Funktion, alles eigene Playlisten dafür. Und mit den Mathe-Vokabeln solltet ihr easy durchkommen.